Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Alter Falter. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt es andere zu noch weiter entfernten Sternen. Den Rest konnte ich nicht lesen. Und damit herzlich willkommen hier beim Mass Effect Andromeda. Ich freue mich sehr drauf, Alter. Hui! 634 Jahre später. Datum 0 Stunden und 0 Tage. Arche Hyperion. Belegung 20.000 menschliche Kolonisten, Alter. Das ist mal eine Ansage. We break for nobody. Das ist krass aus, ey. Andromeda-Galaxie. Zielort Habitat 7 im Helios-Cluster. Das ist der Orange da ganz rechts. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder Scott, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Kaffee ist immer gut. Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Scott Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Ja, aber einfach macht doch gar keinen Spaß. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will erst mal Abenteuer erleben. Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein, aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online?
Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Was bist denn du? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Oh oh. Ach du Scheiße. Vorsicht, was ist hier los? Festhalten! Maschinenraum, Bericht! Halt dich irgendwo fest! Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin! Halten Sie durch! Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Du Scheiße. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Und damit herzlich willkommen. Jetzt komme ich auch endlich mal zum Reden. Hier bei Mass Effect Andromeda. Wir haben ja schon eine ganze Weile drauf gewartet. Ich habe mir hier den schnieken Scott Ryder erstellt. Ich habe versucht, den so zu erstellen, wie ich selber auch aussehe. Aber es ist nicht ganz geglückt. Aber egal, wir sind jetzt hier. Und deswegen kann es jetzt losgehen. Aber irgendwas ist mit unserer Schwester. Scott. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Okay. Das macht mir aber trotzdem irgendwie ein bisschen Sorgen. Da bleibt die im Koma jetzt. Vor allem, ich dachte am Anfang, wir sind hier schon bei einem richtig geilen Planeten. Und dann ist das hier nur so ein scheiß Fernseher, Alter. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Okay. Hallo, ich bin Gian Garth, Gründerin der Andromeda-Initiative. Hi. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Das ist aber nett. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, das hören wir uns alles später mal an. Erstmal müssen wir hier gucken, dass wir erstmal checken, was jetzt gerade los ist. Hier ist ein Datenpad. Nachricht von Captain Dunn. Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollten. Wir sind... Irgendeiner heult hier. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität.
bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze, Captain Dunn. Ja, haben wir ja schon gemerkt. Wir sind durch, wie auch immer die Scheiße heißt, durchgeflogen. Na ja, hier, der hat uns zugewunken, er kennt uns. Träume ich noch oder... Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Mal sehen, ob wir von denen noch später mehr erfahren. Das scheint defekt zu sein. Nehmen wir noch was. Nachricht von Jen Garson. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderer Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, 600 fucking Jahre, aber ich verspreche Ihnen, dass es sich gelohnt hat. Jen Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Alles klar. Oh, hier, Fische. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Ist gut, ja, wer weiß das schon. Kirkland. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Ich hatte schon einen. So, weiter geht's. Ach so, hier, Cora, ich bin da. Sind Sie bereit? Aber voll bereit. Die Energiewerte steigen drastisch an. Wow. Hey, hier oben. Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegriffen. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich habe einen Scanner. Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Ich habe einen Scanner. Alles klar. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt in dieser Komponente. Suchen Sie weit. Dieses Element funktioniert einwandfrei. Okay. Irgendwo muss der Defekt doch sein. Velen 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Kann ich das? Ich kann das! Kein Problem! Das war's! Es wurde zurückgesetzt! Ich leite die Energie jetzt um! Geh mal in Deckung! Es klappt! Wir sind im grünen Bereich! Ah, cool! Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können! Wow! Gute Arbeit, Ryder! Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Ja, warte mal, ich habe gerade rausgefunden, dass ich einen Scanner habe. Aber mehr kann ich hier nicht scannen. Okay, weiter geht's. Die macht aber auch nicht selber die Türen auf. Kein Problem, Cora. Kein Problem. Das war knapp. Alles okay? Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Ich auch nicht. Bringen Sie uns mal zur Brücke. Wenn das so läuft wie geplant, dann... Oh, weia. Ereignis Tracking Logs. Automatische Logs. Berichtsdurchlauf 2819. Identifikator QPAZ. Ja, Ereignisse. Ach du. Aufruf, Prozeduren bestätigt, bla bla bla. Ach, hier kann man sehen, was die ganzen Jahre passiert ist. Sensorfehler, bla bla bla. Oh, da ist irgendwas. Sensor, Gitter, Fehler, Reparatur, fehlgeschlagen. Ist also nicht die ganze Zeit alles gut gelaufen. Ich meine, gut 600 Jahre, da kann schon mal was im Arsch gehen. Wir erhalten aus westlichen Schiffsteilen Berichte über zeitweilig. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven.
Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Das sieht so krass aus. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Der Captain ist der Captain. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Sieht aber nicht so aus. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Stimmt. Der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Na toll. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Naja, aber er ist der Pathfinder irgendwie, wa? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja, und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und reden welche. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Okay, Leute, wie es hier weitergeht, was der Planet alles für uns in petto hält und vieles mehr, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ich freue mich sehr drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.